Und ich bin angehalten worden, also wir haben festgestellt, es ist sehr kompliziert, das zu verstehen. Deswegen gebe ich eine kurze Einführung in das Material, weil das anders ist als botanische Wandtafeln, also sozusagen das Meer, anderer Korpus. Und dann kann man auf der Grundlage über die Prototypen sprechen. Gut, worum geht's? Also der Output der Arbeit mit so einer Sammlung ist das, das ist aus einer Publikation, Bilder von Embryonen, in dem Fall mit einer Legende aus einer Monographie. Das ist das, was man als Publikation in einem Aufsatz verwenden würde oder eben in einem Buch. Dafür braucht man Modelle, weil die Objekte, und wir haben hier einige davon angefertigt, also es sind realistische Größen für Embryonen in der Sammlung, die dort aber in einer anderen Form vorliegen, das zeige ich dann gleich. Das Ausgangsmaterial sind Embryonen ungefähr dieser Größe. Und von denen werden diese Modelle gebaut, damit man überhaupt eine Anschauung hat, die man dann in eine Grafik oder auch in den Text überführen kann. Wie genau findet das statt? Der übliche Prozess ist, und das zeigt jetzt auch gleich die Vielfalt an Material, um das es in den Prototypen gehen konnte, ist, es wird ein Embryo eingeliefert in das Institut. Zudem gibt es manchmal eine Begleitdokumentation, das ist jetzt eine Auswahl an Briefen, die es da gibt, die sagen, wo der beispielsweise herkommt, bei was für einer Art von Operation der gewonnen wurde. Es wird, wenn der da ist und er soll in die Sammlung eingegliedert werden, ein Protokoll angelegt, in dem die Präparationsschritte dargelegt sind. Dann hat er diese Form, also er wird in Paraffin eingebettet und damit auch das Schneiden vorbereitet, weil was man macht ist, man zerlegt diesen Embryo in sehr viele, sehr dünne Scheiben, meist ein Hundertstel Millimeter stark. Wenn das dann als Dauerpräparat aufbereitet ist, sieht das so aus, das sind drei Objektträger und das hier ist der Embryo. Also, ja, ich habe, genau, ich habe noch eine. So. Also drei Objektträger, neun Schnitte und jeweils der kleine Teil ist der Embryo. Das ist ungefähr die kleinste Größe, die jetzt hier im Umlauf ist. Die ist noch viel größer als das, was hier zu sehen ist. Dann kann man davon Bilder machen, also Mikrofotografien. So wird das Ganze gelagert. Das sind jetzt irgendwie um die 30, 40 Embryonen in verschiedenen Lagerzuständen. Und wenn man da Modelle draus bauen will, und das ist dann sozusagen der Prozess, der ihn einsetzt, macht man Umzeichnungen von diesen mikroskopischen Schnitten, überträgt die auf Wachsplatten, die man mit Kunststoff ausgießt und erhält dann das hier. Das ist praktisch eine Vorstufe eines Modells, die wieder zusammengesetzt ist aus den einzelnen Schnitten in die ursprüngliche Form, allerdings eben jetzt sehr viel größer, in dem Fall etwa 100-fach das Modell, was daraus entsteht durch Verschleifen und Lackieren. Von einem 7,5 mm Embryo ist 75 cm hoch, also das ist das, was jetzt in diesem Sammlungsraum steht. Das ist die Ausgangsbasis für die Prototypen. Und damit übergebe ich jetzt für unseren realistischen Prototypen an wen eigentlich? So, ich fange an mit dem Realistic Prototype. Wir haben ja einen Ideensteckbrief entworfen und ich lese ihn einfach kurz vor, weil der genau ja wiedergibt, wie wir herangegangen sind. Problem bzw. Bedürfnis, die Sammlung ist weitestgehend unzugänglich. Und Zugriff und Verständnis ist nicht gegeben, also sowohl auf die Sammlung selbst als auch auf die Herangehensweise, da kommen wir gleich noch drauf. Die Lösung ist natürlich, wieder einen neuen Zusammenhang der Objekte zu generieren, lesen dann und zu dokumentieren und aber auch als Prozess darzustellen. Und zwar quasi von X zur Wissensrepräsentation. Und der Nutzen ist natürlich Transparenz, Zugänglichkeit und die Prozesse der Wissensproduktion besser verstehen können. Unser Slogan ist Build the Body, also den Korpus wieder zusammenführen, aufbauen. Und der Name des Projektes ist XPROC, also Exploring Processes in Collections. Genau, wir haben diesen Prototypen im Grunde, erkennt man gleich, wir haben zwei Ebenen. Also die eine Ebene ist, haben wir mal als Wissensebene bezeichnet, die andere als Prozessebene. Verbunden sind die über ein zentrales Interface, hier sichtbar durch die orangen geschriebenen Karten. Das Herzstück, der Star sozusagen, ist das Modell. Hier beginnt man im Grunde, hier tritt man ein, das haben wir hier auch sozusagen nochmal so ein bisschen visualisiert. Und von dort aus kann man jetzt eigentlich in zwei Richtungen gehen. Das eine ist, man geht im Grunde schon mal so wie zeitlich zurück in die Schnittserien. Die andere Richtung ist, man geht in die Publikationen. Das sind also so ein bisschen, würde ich sagen, die Materialien, die man jetzt auch klassischerweise vielleicht, wenn man sagt, wenn wir diese Sammlung publik machen, wenn wir sie publizieren, würde man das zeigen. Man zeigt die Modelle, man zeigt vielleicht die Schnittserien, digitalisiert die und natürlich die Publikationen sind vielleicht sowieso schon sozusagen vorliegend. Das hat uns nicht ausgereicht. Wir hatten das Gefühl, das kann auf keinen Fall die einzige Art und Weise sein, diese Sammlung zu präsentieren. Deshalb
müssen wir in den Hintergrund gehen, in den Prozess. Und hier werden jetzt all diese Materialien sichtbar, die wir gerade eben schon mal so ganz kurz sozusagen so durchsneaken durften. Das heißt, wir haben die Briefe, wir haben die Fotografien der Präparate, wir haben die Einbettungsprotokolle, wir haben die einzelnen Präparate, wir haben die Paraffinwürfel, wir haben die mikroskopischen Bilder, wir haben die Umzeichnungen, wir haben die Fotos von den Vorstufen des Modells und diese alle quasi eigentlich in eine Art Zeitlinie gebracht, sodass man verstehen kann, wie ist der Prozess von dem Material, was in die Sammlung kommt, bis zu dem Moment, wo eigentlich ein Wissensobjekt daraus wird. Welche oder welche verschiedenen Wissensobjekte sind vielleicht auch in der ganzen Folge dabei entstanden? Welche Prozesse waren dafür nötig? Welche Praktiken waren dabei? Das ist so eine Art Digitorial vielleicht. So läuft das im Grunde irgendwie ab. Genau, und im Hintergrund ist natürlich unser Wissensgraph. Ich denke, die ganzen Standards wurden schon erwähnt, muss ich nicht nochmal sagen. Das Gute an diesem ganzen Bestand ist, wir haben eben Dokumentationsbücher, Protokolle, wir haben die Objekte, wir haben die Objektbeschreibung, Bezeichnung, das heißt, wir können IDs erstellen, wir können recht gut vernetzen, verlinken, wir können verbinden. Natürlich ist das Digitorial auch verlinkt mit den Informationen, das heißt, ich kann zu jedem Punkt, zu jedem Zeitpunkt im Digitorial auch wieder auf die Graphenebene quasi gehen, auf die Datenbankebene. Ich würde vielleicht jetzt auf den Use Case noch eingehen, und zwar haben wir in dem, also unsere Personen sind Erik und Charlotte. Charlotte ist Wissenschaftlerin, nicht vor Ort, lehrt in Australien und interessiert sich natürlich jetzt weniger für den Prozess vielleicht, als vielmehr für die Informationen. Das heißt, sie muss irgendwie an die Objekte rankommen können, sie kann an die Objekte ran, die Zugänglichkeit ist geschaffen, auch obwohl sie nicht vor Ort ist. Wir haben natürlich auch Daten, also man kann einzelne Bilder runterladen, man kann sich Auswahl von Bildern runterladen, man kann natürlich auch den ganzen Schwung runterladen, also einfach per Datendump, falls man die Bilder vergleichen möchte und so weiter und so weiter. Also einfache Zugänge waren uns besonders wichtig. Der andere Use Case ist Erik. Erik ist Kunstgeschichtsstudent mit einem ganz starken auch sozusagen Affinität zu Do-it-yourself und Ästhetik und so weiter. Klar, studiert Kunstgeschichte. Der trifft auf diese Modelle und will dann erstmal, ist fasziniert von der Ästhetik, will mehr davon erfahren, wie sind die eigentlich entstanden, will diesen Prozess irgendwie verstehen, wirklich den handwerklichen, will aber vielleicht auch das zu anderem Material dann wiederum in Verbindung setzen. Also er hat die Möglichkeit darüber eigentlich diese verschiedenen Medien wirklich auch zu entdecken, die Zeichnungen zu entdecken, sich die Bilder herunterzuladen natürlich, um daraus vielleicht auch Collagen zu basteln und so weiter. Aber in diesem Prozess Auseinandersetzung begreift er eigentlich auch, da passiert noch was anderes. Es ist nicht nur ein Produktionsprozess, sondern es ist eben auch ein Wissensproduktionsprozess. Und der ist wiederum rückgekoppelt auch an vielleicht ein bisschen so auch ethische Fragestellungen. Und das ermöglicht es ihm, diese sagen auch zu begreifen, zu bearbeiten, sich damit dann auch die Frage zu stellen, mit welchem Art von Material arbeite ich hier eigentlich. Und das ist natürlich was jetzt nicht nur für Erik gilt, sondern im Grunde für jede Person in der Lehre, in der Bildung, in der Vermittlung, die auf diese Sammlung trifft, aus irgendeinem Grund fasziniert ist und eigentlich dann im Grunde erstmal erfahren sollte, wie sind diese Materialien, die ich da sozusagen, mit denen ich hier gegenüberstehe, wie sind die eigentlich entstanden, in was für Prozesse sind die eingebunden? Damit übergeben wir. Ja, Moment. Bevor wir die Tafel drehen, möchte ich auf diesen Pfeil hinweisen. Also natürlich ist jetzt unser Realistic Prototype eng verbunden mit dem Funky Prototype. Und daher drehen wir jetzt so rum. Und auch das hier ist wieder das Modell, aber diesmal das 3D-Modell im Vordergrund. Vom Realistic Prototype, in dem wir dem User 2D-Daten zur Verfügung stellen, gehen wir jetzt hier einen Schritt weiter. Wir bedienen uns der Schnittserie, die ja so in der Form vorhanden ist, und generieren daraus ein 3D-Modell. Da hören wir aber noch nicht auf, sondern wir bedienen uns noch der automatischen Strukturerkennung, die uns die Möglichkeit gibt, einzelne Organe in dem 3D-Modell zu erfassen und zu highlighten. Wir werden hier eine Zeitleiste der einzelnen Embryonen, die wir zur Verfügung haben, darstellen. Die einzelnen Stadien der Embryonen von 1 bis 23, die es gibt. Danach gibt es keine mehr, da sind alle Organe gebildet in einem Embryo und danach ist nur noch Wachstum. Hier in Göttingen fangen wir bei der jüngsten Embryo, den wir haben, bei dem Wachstumsstadium 12 fängt er an. Ab da gibt es eben diese Schnittserien, die werden wir hier visualisiert darstellen können. Und von da, das erzählst du jetzt, denke ich, mit der Auswahl. Genau, nachdem wir in dieser mehr oder weniger innovativen Ansicht uns einen Überblick verschafft haben, was nun in der Sammlung vorliegt und was wir dann eben auch in 3D-Modellen mit der automatischen Strukturerkennung vorliegen haben, gehen wir weiter in unseren
synoptischen 3D-Viewer, der das 3D-Modell darstellt und eben auch nach Auswahl aus dem Interface hier verschiedene Modelle, also entweder verschiedene Stadien oder ein Stadium mit verschiedenen Embryonen nebeneinander darstellen kann. Der 3D-Viewer selbst erlaubt dann natürlich synchrones Drehen und Betrachten des 3D-Objektes, klar, so viel geschenkt. Und wir können aber hauptsächlich die Strukturerkennung nutzen, um uns Substrukturen, zum Beispiel einzelne Organe innerhalb des Körpers auszuwählen, diese zu betrachten und vor allem eben dann auch in den verschiedenen Stadien oder Ausprägungen betrachten zu können, um damit letztlich uns fokussieren zu können auf ein einziges Thema. Das ist wohl so die Praxis in der Embryologie, soweit wir das zumindest verstanden haben, um dann allerdings auch wieder aus der Umgebung heraus zurückführen zu können zu den einzelnen Schnitten. Das heißt, wir wissen, das Modell ist automatisch generiert, das hat vielleicht auch ein paar Ecken und Kanten, das wissen wir nicht genau, wir gehen erstmal nicht von Perfektion aus, gehen erstmal davon aus, von Interesse sind die Objekte, die real vorliegen und die wir gescannt haben. Das heißt, was man dann zusätzlich eben noch sehen kann, sind solche Animationen, wie man sie vielleicht kennt von CT-Aufnahmen, dass man immer durch diese Schnitte so durchgeht, um ein Gefühl für die Ausmaße eines bestimmten Organs zu bekommen. Können natürlich aber auch einzelne Bereiche auswählen und da richtig reinzoomen und die dann eben in allen möglichen Manifestationen betrachten. Das heißt, unser Funky Prototype mit dem Slogan Follow the Heart und dem Namen 4D Slice, weil wir diese Schnitte eben in vier Dimensionen, 3D und Zeit darstellen können, leistet diese Rückkopplung wieder zum Realistic Prototype. Beide sind da wirklich miteinander verknüpft. Und die Idee ist es, dass wir durch diese Anwendung die Sammlung insgesamt einfach präsenter machen. Die Hypothese dann wiederum, wenn die Sammlung präsenter ist und in der Ausbildung und in der Wissenschaft genutzt werden kann, steigt auch insgesamt das Interesse an der Embryologie und damit setzen wir eigentlich diesen Wissensproduktionsprozess, den wir im Realistic Prototype beschrieben haben, wieder neu in Gang. Ja, ansonsten können wir vielleicht genauso zusammenfassen wie alle anderen auch. Der Workshop war insgesamt extrem intensiv, auch extrem spaßig, wobei wir natürlich auch eine gewisse emotionale Sensibilität allein des Sujets gegenüber etwas, ständig aufrecht erhalten haben, hoffe ich. Mehr oder weniger. Ja, danke.